Der Max Hesterl ist ein pensionierter Kriminalbeamter, der aus München nach seinem Ruhestand wieder im Bayerischen Wald zurückgezogen ist. Und da hat er einige Kriminalfälle gelöst. Und jetzt hat er später in einer Musikerbande mit. Er hat extra Bass gelernt beim Schmidt-Pepperl. Im Roman heißt der Tischler-Pepperl. Und jetzt hat er mächtens mit der Gruppe Mischmasch, auf Tschechisch auch Mischmasch, aber gerade anders geschrieben, zum Drumherum in Ring antreten. Und wie es einer da geht, das tue ich dir jetzt einmal vorlesen. Das ist der Kampf. Erster Tag, Pfingst, Samstag, Vormittag. Es war gar nicht einfach gewesen, wie geplant mit der Waldbahn von Zwiesel nach Regen zu kommen. Nicht an diesem Tag. Schon als sie mit ihren Autos ankamen, hatten Max und seine Freunde vom Mischmasch gesehen, dass nahezu alle Parkplätze am Zwieseler Bahnhof besetzt waren. Und das am Samstagvormittag um kurz vor 10. Wie immer war Max der Erste gewesen, der abmarschbereit vor der Haustür stand. Nach und nach waren die anderen hinzugekommen. Eva, seine Frau, die Dana und der Peppi, die tschechischen Kriminaler. Auch Toni Aschenbrenner, sein zukünftiger Schwiegersohn aus Schüttenhofen in Tschechien, stand schon heraußen in der milden Morgensonne. Nur Anna, seine Stieftochter, war noch nicht zu sehen. »Wo bleibt's denn?« fragte der Hausherr ungeduldig. »Wir haben eh schon gehabt dran.« Das Warten verstärkte die sowieso schon sehr unangenehme Nervosität des Bassisten noch erheblich. Als er gerade zu einem gepolterten Kriminale anheben wollte, war die gehetzte Stimme von der Anna zu hören. »Ich komme gleich. Ich hab doch nur mein Handy aufgelohnt. Das hat leider ein wenig gedauert. Entschuldigung.« »Handy, Handy«, brummelte Max grantig in seine Bart. »Zu meiner Zeit hat's kein Handy braucht. Und wir haben rein überlebt. Man kann schon direkt warnen, ohne diese Ohrwascheln morterer gang's nimmer. Ihr seid alle Sklaven eurer Handys geworden. Und jetzt müssen wir uns schicken, dass wir nicht zu spät kommen. Der Zug wartet nicht.« Ganz knapp waren sie dran und so hatte Max jetzt Probleme, sich mit seinem Bass durch die Menge zu schieben, die den Bahnsteig bevölkerte. Jung und alt standen beieinander, fast alle in Trachtenkleidung, die meisten in Gruppen, jeder schien den anderen zu kennen. Alle waren offensichtlich gut drauf, alle warteten auf den Zug zum Drumherum. Als dieser von Eisenstein herkommend eintraf, drängte die Menge durch die Türen der zwei Waggons, um einen Sitzplatz zu ergattern. Max musste aufpassen, dass sein Instrument keinen Schaden nahm und konnte deshalb erst als einer der letzten den grün-gelben Triebwagen der Waldbahn entern. Die Menschen an der Tür standen so dicht, dass es Max klüger schien, arschlinks einzusteigen, sodass er nicht das empfindliche Instrument vor sich trug. Er drehte sich um, schob seinen Hintern in die Türöffnung, schuf sich damit Platz und versuchte dann, seinen Bass nachzuziehen. Ganz reichte es noch nicht. Ein Teil seines Instruments stand noch immer draußen vor dem Waggon. Max überkam Panik. Wenn die Tür sich jetzt automatisch schloss, dann hatte er nur noch einen Haufen Holzsplitter und einige Saiten in seinem Kunstlederüberzug. Kriminale! Was würde sein Freund Pep sagen, der ihm den Bass geliehen hatte? Was würden seine Mitspieler von Mischmasch für ein Gesicht machen, wenn sie sahen, dass der Bass zergatscht war? War das Instrument überhaupt versichert?
In Sekundenschnelle waren Max Esterl 1000 Gedanken durch den Kopf geschossen. Trotz der Proteste von hinten hatte der Ex-Kommissar versucht, mit seiner Rückseite noch die entscheidende Bresche zu schlagen. Doch die Front hinter ihm stand bombenfest. Da kam Peppi, der seitwärts hinter seinem Freund Max stand, die rettende Idee. »Naursche, Naursche, nach oben, heb hoch den Bass, dann geht!« Und tatsächlich, Max hob die Bassgeige über sich, mehrere Hände streckten sich nach oben, um zu helfen, und der Bass wanderte über die Köpfe. Alle Leute im Waggon lachten, die etwas gereizte Stimmung hatte sich gewandelt. Max entspannte sich während der Fahrt nach Regen, auch wenn ihm seine Arme langsam einschliefen. Immerhin stand er dicht an dicht mit Dana, der hübschen Polizeipsychologin, die den Körperkontakt mit ihm durchaus zu genießen schien. Das spürte er. Kriminale. Wollte die was von ihm? Die hatte doch ihren Peppi. Der Ausstieg am Regener Bahnhof fiel etwas leichter. Max wurde einfach nach draußen gespült. Irgendwelche ihm unbekannten Leute hatten den Bass herausgereicht. Max war froh, dass sein Instrument noch heil war und machte sich mit den anderen Mischmaschern auf den Weg zum Bahnhof, vom Bahnhof in die Stadt, den übrigen Besuchern hinterher, die in einer bunten Menge die abschüssige Bahnhofstraße hinuntertrudelten. Schon nach kurzer Zeit stießen die Besucher auf eine Straßenzeile, in der sich Marktstände befanden. Alles Mögliche wurde hier feilgeboten, die Mischmascher aber hatten jetzt noch kein Auge dafür. Auch Dana, die gerne stehen geblieben wäre, wurde mitgezogen. Der Bass erwies sich für Max Esterl als schweres Handicap. Überall eckte und rempelte er mit dem unkamperten Instrument an. Andauernd meinte er, sich entschuldigen zu müssen. Die belästigten Passanten allerdings nahmen die unsanften Rempler mit Humor. Einige wollten besonders witzig sein und riefen Max Kommentare hinterher, wie »Hättst Flöten gelernt« oder »Du bist ein No-Wamper, der wird ein Bass«. Als Max zum Steg kam, der in den Kurpark führte, war fast kein Durchkommen für ihn. Fußgängerstau. Max blieb nichts anderes übrig, als sein Instrument wieder über den Kopf zu heben und sich so durch die Menschen zu drängen. Als seine Freunde ihn auf der anderen Seite des Steges mit einem »Wo bleibst denn du?« begrüßten, war Max drauf und dran, richtig sauer zu werden. »Warum war er nur hierher gekommen? Um sich blöd anmachen zu lassen?« »Spielen sollte er auch noch, vor so vielen Leuten.« Wie konnte er sich nur einbilden, dass es schön sei, Musik zu machen? Wäre es nicht gescheiter, umzudrehen und wieder heimzufahren? Oder die Bassgeige hinzustellen und sich einen Rausch anzusaufen? Das Gesicht von Max verfinsterte sich zusehends. Seine gute Laune war dahin. Anna hatte das offensichtlich bemerkt. »Onkel Max, bist aufgeregt?« »Nix bin ich, krank bin ich, weil ich heute nur blöd ungeredet und saudum ungeredet wird. Mir glauben seid schon.« »Weißt was, Onkel Max, bis zu unserem Auftritt haben wir nur eine Dreiviertelstunde Zeit. Da ist ein schönes Fleckerl«, Anna deutete auf ein Stück Wiese, »da sitzen wir uns jetzt her, ich bring dir ein Weißbier, wir schauen uns ein bisschen um und genießen die wunderbare Atmosphäre. So schön ist da. Da musst doch du nicht Trübsal blasen wegen deinem Lampenfieber.« »Ich hab kein Lampenfieber«, wollte Max schon zornig entgegnen, als er die Hand von Dana auf seinem Arm spürte. »Na, Weißbier ist doch gut, lachte die Tschechin. »Peppi mag's auch, und Slunze,
Sonne scheint wieder hell. Max merkte, dass er abermals dabei gewesen war, sich wie ein kleines Kind zu benehmen. Hat er tatsächlich Lampenfieber? Wiesel musste auch schon wieder, obwohl er daheim erst noch. Der Ratschlag von Anna war gut gewesen. Die Gruppe hatte sich in die Pfingst-Samstags-Vormittagssonne gesetzt, die schon tüchtig einheizte. Sein Instrument hatte der Max an einen Baum gelehnt und war zum Wiesel gegangen, als er danach ein Glas Schneiderweißbier mit einer wunderbaren Schaumkrone in der Hand hielt, das ihm Anna gebracht hatte, sah die Welt für Max Esterl schon wieder ganz anders aus. Nach dem ersten tiefen Schluck wischte sich der Ex-Kommissar den Schaum vom Mund, seufzte tief und sagte: Jetzt müssen wir den ganzen Tag so liegen bleiben dürfen. Max hatte recht. Hier konnte man es gut aushalten. Um sie herum waren in einem Radius von weniger als 50 Metern mehrere Musikgruppen zu hören und zu sehen. Alle hatten sich ein Platzerl erobert, unter Bäumen, neben Büschen, auf der Wies, am Wasser. Die Menge der Zuschauer schob sich ständig an ihnen vorbei, blieb hier und da stehen und lauschte, wippte oder tanzte mit, summte oder sang die Melodien. Es war ein Kommen und Gehen. Alte Freunde, die sich schon ewig nicht mehr gesehen hatten, trafen sich hier und begrüßten sich lautstark. Andere fachsimpelten mit den Musikern, wieder andere saßen einfach nur da und genossen die Stimmung und die ständig wechselnden bunten Bilder. Das Drumherum hatte nicht nur Max, sondern auch die anderen Mischmascher gefangen genommen. Im Hinterhof der VR-Bank, der wie ein Biergarten gestaltet war, passte kein Arsch mehr auf eine Bank, wie Pepi Holub sagte. Alles war voller Leute. Leute, die sich unterhielten, die Brotzeit machten, die ihr Bier tranken oder auch erwartungsvoll auf die provisorisch aus Holz zusammengezimmerte Bühne schauten. Außer Mischmasch waren noch drei Gruppen auf die Hofbräuhausbühne im Hinterhof eingeladen. Die Kulzerischen aus dem Glasmacherdorf Frauenau, einem Nachbarort Zwiesels, dann der Sundseitenzwergsang und noch der Schmiedanderl, der mit seiner hirschledernen und seinem rotsamtenen Leiberl, die blonde Haartolle frisch gestylt, schon auf dem Podium saß und auf seinen Auftritt wartete. Für kurze Zeit spürte Max wieder gewaltiges Lampenfieber, das aber durch eine frische halbe Bier und ein Schnapserl aus Danas Bärwurzfässchen sofort gedämpft wurde. Als der Moderator der Veranstaltung zu ihnen kam, hatte Max das Gefühl, ihn von irgendwoher zu kennen. Ein mittelgroßer älterer Herr stand vor ihnen, mit ergrautem Haar und einem ebenfalls grauen Vollbart, der ein Gesicht umrahmte, in dem besonders die Augenpartie auffiel. Zwischen unzähligen Lachfalten und unter buschigen, grauen Augenbrauen hervor lächelte verschmitzt ein paar brauner Augen.
Auch das vorlaute Luiserl sah in dem Sprecher einen alten Bekannten. Ha, der schaut genauer so aus wie der Captain Haddock bei Tim und Struppi, bemerkte sie so laut, dass alle, bestimmt auch der Moderator, das hören konnten. Den Sprecher aber störte der Vergleich offenbar nicht. Ich bin der Bungratz Hans. Wer mich von noch nicht kennt, ich bin da der Schmatzer, sagte er mit einer natürlichen Autorität, wie sie sonst im Bayerischen Wald nur der Pfarrer, der Doktor und der Lehrer haben. Und es hat's Mischmasch und mehr, brauche ich gar nicht wissen, alles andere werde ich eigentlich im Lauf der Veranstaltung fragen und ihr erzählt's von euch. Wenn der für fragen? Viele Worte machte der Hans offensichtlich nicht. Er wandte sich an Max als den Ältesten. Die? Max war verlegen. Nicht die ganze Zeit nur mich. Frag auch eins von den Mädeln. Ah, gut. Und was tun wir mit ihm, dem Kasperl? Hans deutete auf den Peppi in seinem bunten Kodengewand. Peppi war nicht beleidigt, weil er das mit dem Kasperl überhaupt nicht verstanden hatte. Kann übersetzen eins von Wemmische Lieder ins Deutsche. Peppi grinste. Gut Text. Das konnte ja interessant werden, dachte Max bei sich. Peppi hatte ja schon von dem anrüchigen Text eines böhmischen Walzerstücks gesprochen, das sie spielten. Und wie er seinen Pilsner Freund kannte, würde der sich bei der Übersetzung bestimmt kein Blatt vor den Mund nehmen und dabei dreckig grinsen. Ganz gut, nahm der Moderator die Bereitschaft zum Mitmachen auf, dann setzt ihr als Zweite dran und die Ansage, die kriegen wir dann schon. Dann musterte er Max eine Weile und sagte zu ihm, die kenne ich, ich weiß gerade nicht woher. Max gab seine Standardantwort auf solche Fragen. Bei der Grippo bin ich gewinnt, Zminger, sagte er und lachte. Am Ende haben wir uns da über den Weg gelaufen. Oder ich habe gesucht, bei irgendeiner Ermittlung. Max dachte darüber nach, woher der Hans und er sich kannten, und er war froh über die Ablenkung. Doch bevor das Lampenfieber sich richtig breit machen konnte, hörte er fasziniert dem Schmiedanderl zu, einem jungen Burschen, der unglaublich gut und gefühlvoll die Diatonische spielte. Wenn man da die Augen zumachte, konnte man meinen, einer wie der berühmte Südtiroler Herbert Pixner würde vor einem stehen. So perfekt spielte der Anderl. Kaum waren die letzten Töne des jungen Zwieslers verklungen, da waren die Mischmascher dran und es kam auch schon das Zeichen für ihren Auftritt. Der Moderator hatte dem Publikum die Mischmascher als Besonderheit angekündigt, als eine bayerisch-böhmische Gruppe. Und als sie die ersten Töne des böhmischen Walzers spielten, den der Peppi mitgebracht hatte, merkten die Musikanten an der Reaktion der Leute, dass dieses Stück besonders gut ankam. Schelsem sanotzi alei jablonovo, sang Peppi mit Schmelz in der Stimme. Bei der Wiederholung fielen die anderen ein, richtig tranchert und dreistimmig. Böhmisch eben. Schelsem sanotzi alei jablonovo. Die Zuhörer gingen sofort mit. Die einen schunkelten, andere hoben die Arme und schwangen die Hände im Rhythmus des Liedes. Wieder andere sangen laut mit, ohne den Text zu kennen. Rum, bam, rum, bam, bam, bum, bum, bum. Bum, rum, bum, bum. Den böhmischen Text hatte der Peppi noch nicht übersetzt. Dazu war er jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, aber alles hatte prima hingehauen. Das Publikum hatte die Mischmascher und ihre Art Musik zu machen sofort angenommen. Am besten
war der Dudelsack angekommen. Und der böhmische Walzer. Das wird unsere Erkennungsmelodie, hatte das Luiserl begeistert in den lange andauernden Applaus hinein vorgeschlagen und keiner hatte ihr widersprochen. Scherzen sanotzi alei, ja blonovo. Der Hans Bongratz und Max Esterl hatten auch gut harmoniert. Beiden war inzwischen eingefallen, woher sie sich kannten. Alle zwei hatten sie vor vielen Jahren das Zwiesler Gymnasium besucht und alle zwei hatten sie damals im Schwulchor gesungen. Der Hans als einer der Älteren, der Max als der Jüngste. Die gute Harmonie hatte also überdauert. Ja, das war Grund genug für die beiden, sich gegen Ende der Veranstaltung auf der Hofbräubühne eine Mass bringen zu lassen und sich fleißig zuzuprosten. Auch die schöne Dana kam mit ihrem Bärwurzfasserl zur Bühne her und versuchte die beiden und ihren Peppi zu verführen. Sie selber hatte sich offenbar schon geopfert und sich von ihren Kunden, vor allem dem Männlichen, einige Schnapsel spendieren lassen. Wie Hans und Max feststellten, hatte sich Dana schon ein paar Mal zu oft zum Trinken überreden lassen. Ihre Sprache hatte erheblich darunter gelitten. Vor allem Hans und Max hatten es der Marketenderin angetan. Immer wieder versuchte sie unter zur Schaustellung aller ihrer körperlichen Vorzüge ihnen ein Schnapserl anzudrehen. Die einigen Male, die sie erfolgreich war, trank Dana dann fleißig mit und auch Peppi Holub sprach dem Bayerwald-Diesel kräftig zu, obwohl es ihn jedes Mal schüttelte und beutelte und er heftig das Gesicht verzog, wenn er ein Standball kippte. Er hatte sich ein wenig geärgert, weil der Ansager Hans vergessen hatte, ihn nach der Übersetzung des Liedes zu fragen, dessen offenbar anzüglichen Text er seinen Freunden nicht verriet. Er hatte vor, sie vor der Öffentlichkeit damit zu überraschen. Auch Toni Aschenbrenner, der Tscheche, hatte wieder nur gelacht, als er das Lied hörte und sich erneut geweigert, den Text zu übersetzen. So folgte also ein Stamperl dem anderen. Anna war es, die der Trinkerei ein vorläufiges Ende bereitete. Sie erinnerte sich an die Warnung ihrer Tante, zog die Mischmascher von der Bühne, komplimentierte sie an einem frei gewordenen Tisch und bestellte eine Brotzeit für alle. Dass die beiden Alten schon wieder fröhlich ein Bier orderten, konnte Anna nicht verhindern. Vor allem dem Max sah man an, wie froh er war, die beiden Auftritte hinter sich zu haben. Den ganzen Abend haben wir noch vor uns. Das müssen wir genießen, wiederholte er zwei- oder dreimal zufrieden und lauschte der Musik der nächsten Gruppen, die inzwischen ihr Programm begonnen hatten. Die beiden Alten, Peppi und Max, waren noch immer ganz aufgekratzt. Anna merkte aber, dass die zwei wohl ihren Zenit schon überschritten und eine kleine Trinkpause nötig hatten. Langsam begann es auch dunkel zu werden. Überall wurden die Lichter eingeschaltet. Der nahegelegene mittelalterliche Wehrturm der Regener Kirche mit seiner schwarzen, schlanken, hohen Zwiebelhaube war schon in helle Scheinwerferstrahlen getaucht. Anna wusste, dass es nicht einfach werden würde, die beiden Alten zum Heimfahren zu bewegen, und sie besprach sich deswegen mit dem Luiserl. Weißt was, sagte die, Etappen müssen wir machen. Immer netter hin zum Bahnhof, ohne dass die zwei das richtig gespannt. Und dann schwuppdiwupp, eine in Zugwagen und Tür zu und ab. So geht es, Anna. Schon die erste Etappe erwies sich als ausgesprochene Kurzetappe. Am Tanzboden auf dem festlich geschmückten Stadtplatz ging es hoch her. Eine sechsköpfige oberbayerische Kapelle, die Seehofmuse, spielte so fetzig auf, dass mindestens 5 Dutzend Paare sich auf der großen Tanzbühne drehten und wirbelten. Es ging nicht anders. Die Mischmascher mussten stehen bleiben und zuschauen. Die Seehofmuse spielte aber so mitreißend,
dass Dana plötzlich wieder lebendig wurde, das Fassel und die Geldtasche einfach auf den Boden stellte, den Holub mit einem Peppy Jack, komm, auf die Bühne zog und sofort im Tanzgewühl verschwunden war. Die Jungen konnten sich daraufhin auch nicht mehr zurückhalten. Der Jackl und das Luisel hatten ihre Instrumentenkoffer ebenfalls auf den Boden neben dem Bass von Max gestellt und folgten dem tschechischen Paar auf die Tanzfläche. Anna sah Max bittend an. Na geht's halt. Ich halte die Stellung. Tanzen mag ich sowieso nicht. Aber Onkel Max, gell? Bitte schau gut auf die Instrumente auf. Du weißt ja, mein Gein, die ist mir besonders teuer. Max wusste natürlich, dass Annas Geige ein Erbstück von ihrer verstorbenen Mutter war, das sie wie ihren Augapfel hütete. Das Instrument hatte allerdings, soweit Max wusste, auch einen erheblichen materiellen Wert. Stör dich nicht, Obi, hier wacht Max Esterl, sagte der Onkel großspurig und merkte gleichzeitig an seinem eigenen Schmerz, dass er sich beim Trinken wohl etwas zurückhalten sollte. Mit einem Juchzer stoben Anna und Toni davon und Max stand mit dem Fassel und den Instrumenten alleine da. Die Geldtasche hatte er vorsichtshalber in den Bund seiner Lederhose geschoben. Ha, der Max, sehen wir uns schon wieder. Hat nicht lang gedauert. Der Punkrats Hans hatte dem Max kräftig auf die Schultern geklopft und schon waren die beiden vertieft in ein Gespräch über die Musik, das drumherum, über vergangene gemeinsame Schulzeiten, über ehemalige Lehrer, Mitschüler und was aus ihnen geworden war. Weil die Tänzer offenbar nicht vorhatten, gleich nach den ersten Runden aufzuhören, organisierte der Hans ein Bierchen für Max und sich. Sie prosteten sich zu und ratschten und ratschten. Die letzte Tanzrunde hatte fast eine halbe Stunde gedauert. Die Seehofmusi hatte die Tanzenden mit ihren Polkas und Walzern so mitgerissen, dass alles auf die Bühne drängte, die bald total überfüllt und unter dem rhythmischen Stampfen und Drehen fast einsturzgefährdet war. Immer wieder hob sich die Klarinette jubelnd über die beiden Blechbläser hinweg. Bombardon, Harfe und Zirch sorgten für den pulsierenden Untergrund. Die sechs Vollblutmusikanten aus Hersching heizten der inzwischen brodelnden und wurlenden Masse tüchtig ein. Das Bild, das sich den Zuschauern bot, war einmalig. Die riesige Tanzbühne war in Scheinwerferlicht getaucht. Aus dem Pult der Tanzenden federte hin und wieder ein besonders lustig aufgelegter Tänzer mit einem lauten Juchzer empor. Oberhalb der wogenden Menge schien die Luft im orangefarbenen Kunstlicht zu dampfen. Über der Bühne erhob sich, in milderes Licht getaucht, die Kulisse der Häuser, die den Regener Stadtplatz mit seiner Mariensäule in dichter Reihe umsäumten. Wenn man den Kopf dann ein wenig zurücklehnte, wurde man mit dem Bild der ebenfalls beleuchteten Kirche belohnt, die sich massiv gegen den blau-schwarz samt finsteren Nachthimmel abzeichnete. Hin und wieder bekam Max eines der Mischmaschpaare zu sehen, vor allem Peppi mit seiner Kotentracht hob sich heraus. Anfangs hatte er seine Partnerin wie wild herumgeschleudert. Jetzt schienen die beiden allerdings ziemlich fertig und ließen sich nur noch von der Menge der Tänzerinnen und Tänzer treiben. Dana hatte ihren Kopf auf die Brust von Peppi gelegt und ließ sich brav von ihm herumführen. Der Hans hatte sich von Max verabschiedet. Er hatte noch zu tun. Die letzten Minuten hatte Max zwei-, dreimal auf die Uhr geschaut. Wenn sie den vorletzten Zug erwischen und nicht auf den Lumpensammler um 2 Uhr nachts warten wollten, dann mussten sie jetzt starten. Zum Glück hatten die Seehofer auch die letzte ihrer Zugang beendet und waren trotz lauter Proteste und eines anhaltenden Pfeifkonzerts nicht mehr bereit weiterzuspielen. Auch die schönste Sache musste einmal ein Ende haben. Das Knäuel der Tänzer entwirrte sich, verschwitzte Gestalten
einige noch sichtlich nach Luft ringend, andere sich heftig den Schweiß von der erhitzten Stirn wischend, verließen die Bühne, etliche stolperten die Holztreppen herab, wieder andere sprangen juchzend über die etwa einen Meter hohe Brüstung. Auch die Mischmascher kamen nach und nach zu Max und griffen nach ihren neben ihm gelagerten Instrumenten. Nur eine suchte vergebens. Onkel Max, wo hast denn du mein Geinchi da? Man merkte der Stimme von Anna an, dass sie an einen Scherz ihres Paten glaubte. Stell dich nicht so, ruck's außer! Max bekam weiche Knie. Die Geige, die hatte er doch direkt neben sich platziert. Unmöglich, dass da etwas... Max erinnerte sich plötzlich an den Rempler, den er vor wenigen Minuten bekommen hatte. Ein offensichtlich Betrunkener hatte ihn übersehen und ihm einen Schwall von seinem Bier über das Hemd geschüttet. Kein Wunder, hatte Max sich gedacht, weil der Mann seinen Hut so tief ins Gesicht gezogen hatte, dass er kaum aussah. Der Mann hatte sich bemüht, seinen Hemdsärmel trocken zu reiben und war unter vielen Entschuldigungen davongehinkt. An mehr konnte sich Max nicht entsinnen. Es war ja auch zu dunkel gewesen. Onkel Max, ließ die jetzt fast schon panisch schrill klingende Stimme von Anna ihn aus seinen Gedanken. Die Gein ist nicht da! Ja, und wie es dann weitergeht und wie der Max Esterl mit seinem Freund dem Dieb dann auf die Schlich kommt, das müsst ihr dann schon selber lesen. Kriminale. Ich lese jetzt gerade noch einen Schluss, aber verraten tue ich nichts. Max lehnte sich zurück. Der Fall war für ihn nun endgültig abgeschlossen. Die Dinge waren wieder im Lot, alles hatte sich zusammengefügt, selbst Anna und Toni waren ein richtiges Paar geworden. So wunderte der Ex-Kommissar sich überhaupt nicht, als sich noch mehr zusammenfügte. Die Bongratzen waren mit ihren Instrumenten gekommen, um den versammelten Kriminäsern ein Standerl zu spielen. Der Tischler Pepperl hatte mit seiner Geige den Weg hierher gefunden. Alle waren sie wieder vereint. Max stand auf, ergriff seinen Bierkrug, hob ihn mit seiner rechten Hand auf Augenhöhe, mit seiner linken gebot er Ruhe. Alle Gespräche wurden eingestellt, alle Augen richteten sich auf Esterl, alle warteten gespannt darauf,
was dieser zu sagen hatte. Diejenigen, die eine Analyse der aufgedeckten Verbrechen erwartet hatten, wurden enttäuscht. Wenige Sätze waren es nur, die Esterl sagte. Erst wird Trunger, dann wird gespeit und dann wird gesungen. Und zwar dem böhmischen Walzer, unserem böhmischen Walzer. Erst noch mal auf böhmisch und dann das erste Mal auf Deutsch. Kriminale, Pepi, Jack und Toni, seid's bereit? Pepi Holub, der Pseudo-Kode und Toni Aschenbrenner, der Schullehrer aus Schüttenhofen, standen auf. Alle Instrumente stimmten an. Alle Anwesenden begannen zu singen. Die einen: Schelsem san ozialei jablonovo. Die anderen, die den Text nicht kannten: Rampam, rampam, pam, 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 rampam, pam. Nach den vier böhmischen Strophen begann der Pepi nochmals. Aufpassen, rief er, diesmal kommt Deutsch. Erste Mal in Welt. Er und Toni begannen ein Duett. Heut Nacht ging ich durch eine Apfelbaumallee. Der Mond in unter den Wolken, aber ich muss dir folgen, mein Schatz war so schön. Der Mond in schon hinter den Wolken, aber ich muss dir folgen, mein Schatz war so schön. Leucht mir Mondchen auf meinem weiten Weg zu Fuß. Leucht mir Mondchen auf meinem weiten Weg zu Fuß. Sollt ich mich einmal verrennen, würden die anderen mich pennen und es wär Schluss. Sollt ich mich einmal verrennen, würden die anderen mich pennen und es wär Schluss. Bis hierher war der Text ja absolut gesittet gewesen, dachte Max bei sich. Warum hat denn der Pepi und der Toni bloß so viel Aufhebens darum gemacht? Als er jedoch die dritte Strophe hörte, wusste Max Bescheid. Die dritte Strophe, die unflätige, bei der es den Toni immer gestellt hatte, ging zum Schluss fast unter im Johlen und im Lachen der Gäste, die anschließend ausgelassen weiterfeierten. Prost, hörte morgen Mann noch lange in die milde Frühsommernacht hinein. Nasdravi und immer wieder aufs Drum herum, aufs Drum herum. Ende. Konitz. Aber die dritte Strophe, die möchte ich jetzt doch nicht vorenthalten. Hab grad drei Finger reingesteckt in meinen Arsch. Hab grad drei Finger reingesteckt in meinen Arsch. Man hat meinen Arsch mir gestohlen, wohin mit meinen drei Fingern? Ich selbst bin im Arsch. Man hat meinen Arsch mir gestohlen, wohin mit meinen drei Fingern? Ich selbst bin im Arsch.